Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Eros Vinyl Edition von Rin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zu Vinyl und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Rin hat es endlich gemacht, sein Debüt-Release, in dem Fall Eros. Es gibt zu diesem Album keine Box, aber es gibt sie in CD-Form und in Vinylform und wir schauen uns jetzt die Vinyl davon an, was sich darin befindet, wie das Ganze aussieht. Gut, vorab machen wir mal das Plastik ab und dann schauen wir uns an, wie es da drinnen ausschaut. So, und auf der Plastikfolie haben wir noch einen Sticker angebracht. Hier lesen wir Rin inklusive Blackout, Bros und Monica Bellucci. Also drei Tracks, drei Hits, die auf dieser Vinyl, auf dieser Platte zu finden sind. Auf der Vorderseite haben wir den Schriftzug Eros. In seinem Pfirsichfarben, in seinem orange-rosa Ton. Dann geht hier so ein weißer Blitz oder ein weißer Riss durch. Ich würde es eher als Riss sehen. Und das Ganze eben verläuft dann hier so farblich. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Nicht durchnummeriert. Aber wenn wir es kurz zählen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tracks. Wir haben meines Wissens keine Features auf dem Album. Es sind alles Rin Solo Tracks. Und meine Favoriten sind einmal Track Nummer 4, Bros. Und einmal Track Nummer 7, Ich will, dass du mich brauchst. Okay, dann haben wir unten noch einen Barcode und die Credits und hier noch die Vision und Groove Attack stehen. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Also, wir haben hier eine Bonus-EP, Rin Genesis EP, Live from Earth Presents steht hier. Und dann haben wir hier Blumen, so ein bisschen verwaschen und hier in der Mitte dann der Fokus auf diese Blumen, auf diese Blüten. Und hier haben wir nochmal 8 Tracks extra in der EP und eben 4 auf der A-Seite und 4 auf der B-Seite. Und das dürften auch wieder Solo-Tracks sein, da hier keine Features angegeben sind. Okay, zur EP kommen wir gleich. Dann haben wir hier, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, in einer Box oder in einer Vinyl. Das sind so... Das sind Fotostreifen, sind Diastreifen. Ist natürlich die Frage, müsste man ein entsprechendes Gerät haben, um die dann wirklich ansehen zu können. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, ob das in jeder Vinyl dasselbe ist oder ob da jeder einen anderen Abschnitt bekommen hat. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass alle denselben Streifen, also denselben Inhalt auf ihrem Streifen haben. Wusste ich auch bis jetzt gar nicht, dass sich sowas darin befindet. Dann haben wir hier die Tracklist des Albums an sich nochmal, die wir eh schon auf der Rückseite hatten. Und dann natürlich die Vinyls, wenn man sie rausbekommt. So, ist hier schon... Achso, ich dachte jetzt abgeknickt, aber nein, die ist hier abgeschnitten. Dann haben wir hier die Vinyl an sich, so sieht das Ganze aus. So, dann haben wir hier die A-Seite und auf der Rückseite die B-Seite. Alles klar. Und dann haben wir natürlich, da es eine Doppelvinyl ist, noch eine zweite Vinyl dabei. Dann machen wir die wieder zurück in die Hülle. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite dann die zweite Vinyl.
Diese ebenfalls in Schwarz gehalten. Sieht so aus. Das ist die zweite B-Seite, also nicht C oder D, wie man es normalerweise kennt, sondern hier steht wirklich Side 2B. Man kann es halbwegs erkennen. Und auf dieser Seite steht dann Side 2A. Okay. Also, die Doppelvinyl mit dem Album. Oftmals hat man ja, wenn man so eine Vinyl kauft, dann auch noch die reguläre CD irgendwie in der Vinyl dabei. Ist hier bei Rin jetzt nicht der Fall. Also ich hätte sie zumindest nicht gesehen. Nein. Aber dafür haben wir eben einerseits diesen Fotostreifen, aber die EP. Und diese ist ebenfalls in Vinylform. Hier haben wir die Tracks nicht aufgelistet in der Mitte. Hier haben wir wirklich nur den Hinweis A-Seite und B-Seite. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob da vielleicht... Nein, da ist auch keine CD mehr drinnen. Also, das war dann auch schon der Inhalt der Vinyl Edition. Wir haben einmal die eben gezeigte EP, die Genesis EP oder Genesis EP, in die habe ich ehrlich gesagt selber noch nicht reingehört, kann ich nichts dazu sagen. Und eben diesen Fotostreifen, Diastreifen und das alles in dieser Vinyl Edition von Rin Eros. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von dieser Vinyl Edition? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rin unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.